Jogi Löw und Miro Klose sind eindeutig auf dem Höhepunkt ihrer Karriere angekommen. Die Weltmeisterschaft, der größte Traum für Spieler und Trainer. Immer wieder wurde in den vergangenen Wochen spekuliert, was macht Jogi Löw, wenn der Titeltraum wahr wird. Weltmeister, ist das noch zu toppen? Ja, weitermachen auf jeden Fall. Wenn man das einmal gemacht hat, kann man es auch zweimal schaffen. Da habe ich ehrlich gesagt mir keine Meinung zu gemacht. Das soll er in seiner individuellen Lebensplanung entscheiden. Jogi Löw ist ein super Trainer, also warum nicht beibehalten? Ich hätte jetzt wüsste jetzt nicht, wieso wir einen Trainer wechseln sollten. Wenn er schlau ist, hört er auf und genießt den Abgang als Weltmeistertrainer. Was wäre auch die deutsche Mannschaft ohne Miroslav Klose? Er ist der Spieler, der in seiner Karriere die meisten WM-Tore aller Zeiten geschossen hat. Und das mit inzwischen 36 Jahren. Mit 36 Jahren, ob er mit 40 nochmal spielt, würde mich freuen, wenn er das nochmal hinbekommen würde. Er hat es verdient. Ich würde mir wünschen, dass er weitermacht, zumindest noch bis zur Europameisterschaft. Ja, der soll aufhören, der ist ein bisschen alt geworden. Aber ich finde, der Klose hat jetzt genug getan. Der sollte auf dem Höhepunkt was Kleineres machen, was Private vielleicht und ein bisschen weniger. Seine Knochen schon. Das kommt noch mit den Knochen. Ja, die Knochen. Einen würdevollen Abgang macht Klose so oder so. Egal, ob schon demnächst, in 2 oder in 4 Jahren.